Hallöchen, Hallöchen zusammen! Doch, da sind wir wieder! Munter, flockig im Weltraum. Der Kruxler und der Martin, die beiden Verrückten, sind auch wieder dabei. Hallo! Moin! Und wir machen jetzt weiter mit gestohlene Träume. Müssen wir noch ein bisschen was machen und jetzt müssen wir die Arkanen-Kodex der Korpus abholen. Das war Phobos, glaube ich. Phobos. Jetzt bin ich hier gerade Mars. Phobos? Genau, hier. Korpus. Bup. Starten wir mal. 15 bis 17, na, das sollte passen. Ich habe ja komplett wieder Low-Ausrüstung zum Leveln. Also, dann werde ich nämlich Mastery 7 heute werden. Wow. Also zumindest darf ich dann den Test machen. Mhm. Das werde ich aber... Ich habe gesehen, dass man das auch trainieren kann. Ja, ja, das kannst du direkt jedes Mal trainieren und es gibt auch irgendwo einen Ort, hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, wo man alle Mastery-Ränge testen kann. Das ist sowieso Wir fahren uns selbst auf dem Relais. Irgendein Relais war es ja, aber weiß ich auch nicht mehr. Oder Venus. Da kann man das trainieren, genau, alle Ränge von dem, wo du bereits bist. Also von 1 bis 7, 8. Klang so, dass man alle testen kann. Das ist ja eigentlich auch real. Man kann ja, wenn man den nächsten hat, kann man ihn ja super trainieren. Genau. Das finde ich cool, also. Ja. Hat Spaß gemacht da. Also sonst ist immer blöd, da bist du denn 24 Stunden gefesselt. Kannst nichts machen. Herrlich, dann haben wir beide den Gegner hier ignoriert. Ich war am Nachladen, aber dann war vorher schon kaputt. Guckst du das wahrscheinlich schon wieder am Ziel, oder? Nee. Nö, ist bei uns. Achso, hier ist er ja. Die Waffe Krakata, wie sie heißt, hat zwar 60 Schuss, aber die sind so schnell leer gesaugt. Ja. Ich hab jetzt, glaube ich, gerade die Bürsten. Ausgerüstet. Ich soll mal wieder was Neues nehmen. Ich hab schon Farbe. Da ist der Kopf abgefallen. Da ist der Kopf im Helm geblieben. Erfahrung nehme ich doch gerne mit. Und hast hier auch noch einen kleinen Container vergessen? Was? Einen lootigen Container. Loot. Wir haben uns vorhin mit Kruxler unterhalten. Das ist halt das Geile an dem Spiel, dass du halt alles Meister, also bekommen kannst, was du willst. Du brauchst kein Geld investieren. Ja. Macht man natürlich gerne, man will ja die Entwickler unterstützen. Das stimmt, ja. Habe ich ja auch schon gemacht. Ja, ich auch. Ah, die ist so ungenau. Ja, meine Wurstknüfte hier, die ist ja von der Bahn. Bursten ist auf 11, da ist auch nichts drin, keine einzige Mod, nix. Ist ja nur zum Leveln. Da aus. Da oben ist Loot. Alarm, noch mehr Loot. Ja. Also mit dem Magazin krieg ich zwei Gegner hier. Ja, echt, ja. Dann gehen wir eigentlich zu B. Das ist eigentlich egal. Nur weil B gerade hier ist. You're nearing the console. Oh, okay, jetzt müssen wir warten. Ne? Oder wollen wir jetzt alle runter? Ah! Oh, guck mal, Kruxler. Da oben. Was? Was ist da? Kann man rein? Zimira, oben. Ah, ja. Ich mach dir mal auf. Da steckt ein Räumchen. Oh ja, ich muss wieder von oben rein.
das ist hier. Cool. Gibt es hier Wachdrohnen? Ich will ja den Alarm hier nicht auslösen. Ich will nicht schuld sein. Blub. Blub. Ja, hat er geschafft. Episch. Alles kann er, der Mann. Excellent work. A clean extraction with no alarms. So, ich warte am Aufzug auf euch. Jo. Wie komme ich jetzt hier? Ich merk schon, Martin ist noch so ein Navigationstalent wie ich. Ja. Navi was? Genau. So, dann gehen wir mal zu A. Mhm. Ich kaufe eine A. Oh. Ich habe jetzt 1155 Schild. Finde ich schon echt super. Weiter konnte ich leider nicht modden, weil alles, was wir tagelang gefarmt haben, war mit ein paar Klicks weg. Oh ja. An Endo. Echt schlimm. Ich bin gerade ein Bewegungslegastheniker. Ich komme ja nicht rüber. Schon da. Dasselbe. Ach, warte bei C. Bei mir sind sehr schon Fragments. Oh, nee, da muss ich doch denn. Aber ganz schnell. Plastide, oh, das ist gut. Plastide brauche ich nämlich ganz dringend. Wie komme ich noch runter? Einfach runterhopsen. Oh, Blut, da gar nicht vorbei. Oxion. Blöp. Ich kann nicht die Scheibe scannen, das ist ja schade. Schade. Phobos gefunden. Schade. 4 von 5. Schokolade. Hm. So, wie seid ihr da jetzt nein? Das ist die Tür. Ah, das. Okay. Ah, siehst du? Ah. Sehr schön. Phobos komplett. Dankeschön. Du bist Phobos komplett? Oh, mir fehlt noch eins. Verdammt. Na, hier müssen wir wegen Plastide noch öfter her. Ist jetzt schon wieder weg? Nö. Guckst du das schon oben? Seid ihr beide oben, ja? Ja. Gut. Ich habe anscheinend heute einen Hinkefuß. Das ist auch die Hitze. Oh ja. 26,4 bei mir. Echt? Ja. Und 36. Also im Raum. So, das messe ich gar nicht, weil das sind wahrscheinlich die Kopfschütteln. Völlig irre. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich muss mich mal wieder ein bisschen zügeln. Ich darf mich so schnell bewegen, weil das für die Zuschauer immer ein bisschen anstrengend ist. Video war okay. Also, wie kann mich nicht beschweren. Beim letzten Video war es super. Kann okay. Mich nicht beschweren. Aber Warframe ist halt rasant. Das stimmt. Und wenn ihr Plastide findet, auf jeden Fall hier schreien. Oh, wir sind schon da. Verdammt.
Na, lass doch mal. Ach, guck, sie ist schon da. Halt. You've triggered the alarms. Ich weiß nicht. Lose this data and the mission will be a complete failure. Sehr gut. So einfach. Guter Mann. Immer doch. Loot. Dann sind wir schon fertig. Cool. Da hinten müssen wir lang. Bin mal gespannt, wie viele Missionen wir noch machen müssen. Mal woo. Das haben wir ja gestern Maru gemacht. Ist ja dieser Händler. Ja. Und dann müssen wir so einen Speedrun erledigen auf Zeit, um die Starter zu bekommen. So ein Jump and Run Gedöns. Aha. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Naja, können sich ja deine Zuschauer drauf freuen. Genau, da bin ich auch mal gespannt. Behandeln kann ich ja schon mit Maru. Und dann kriege ich bei Maru also noch eine Quest, wo ich dann noch eine Ayatan-Skulptur kriege. Genau, einmal wöchentlich, richtig. Einmal wöchentlich? Cool. Ja. Aber es halt eine hochwertige Skulptur ist. Und die sieht schick aus, also die wir das Datum bekommen haben. Aber mit Kuxa gestern gesagt, die verkaufen wir nicht. Stellen wir uns ins Dojo. Wenn das geht? Müsste, glaube ich. 138 Plastike. Echt mager. Aber ich kann die Krakata weg, ey. Ja, ich habe hier auch bloß Wurstzeug, aber. Muss halt leveln. Mhm. Finde die arkane Maschine. Es geht also weiter, ne? Dann geht's halt direkt weiter. Machen wir. Ordo, did you say something about a machine? Ordis, der Name ist Ordis, nicht Otto. Yeah, listen, that first codex is in the derelict. I pulled it from some sort of machine. Muss ich die jetzt quatschen lassen? Ja, ich lasse mal reden. We're about to find out. Tenno, get ready to go into the void. Ah, mach dich bereit, in den Void zu gehen. Mhm. Finde die arkane Maschine. Das ist doch nicht der Void, das ist der Mars. Hm. Na, wir schauen mal. Die zur Extraktion, die Maschine. Wenn wir die Questreihe nämlich noch schaffen, dann können wir uns für Europa qualifizieren. Dann gibt es ja bald wieder Bosskämpfe. Hm. Also der letzte Boss, der war echt nervig. Der war echt nervig. In Oro auf der Erde. Oh ja. Kleines Ziel. Oh, wolltest du scannen? Er hat schweres Atmen signalisiert Zustimmung. Ja? Tut mir leid. Ja. Wird es sicher noch eine Möglichkeit geben? Ja, na, das können wir doch später immer mal. Klar. Scan-Sessions machen. Da müssen wir eh bei der Erde anfangen wahrscheinlich. Morphit. 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 Ui.
Aber hier sind überall schon diese befallenen Dinger hier. Mhm. Sieht voll unschön aus. Ach ja, okay, das sind ja die Räume, die... Nichts. Genau. Ich... Die oh, hier! Na los, kannst du los? Ach, wenn er raus... Ja. Kann man den noch scannen, wenn er weg ist? Nee, aber jetzt kannst du scannen. Okay, wenn er tot ist, sollte es möglich sein. Genau, jetzt. Aber die habe ich nämlich ebenfalls noch nicht. Nee, die habe ich auch noch nicht komplett. Die Katzen fehlt auch noch. Die Covered. Naja, in 2 Wochen können wir ja Helios bauen, dann kann der das machen. Ja, stimmt. Muss nur im Dojo eben genau in die Richtung forschen. Was ist hier für welche? Befallene. Oh, okay, meine Scanner sind ausgegangen. Alete. Meine geht nie aus. Stimmt, du hast sie für 50.000 eingekauft, ne? Ja. Wobei auch 2.500. Morgen. Da unten liegt eine Mod. Wer hat denn da eine Mod? Runtergeschubst. Blut, Blut, Blut! Morphid, ich komme, ich hab's gesehen. Juhu. Ach ey, wo muss ich denn hier lang? Da lang? Oh, Lootraum. Loot. Okay, geht's schon zu weit. Hier machen wir uns zum Ziel. Looten, da gibt's bessere Möglichkeiten. Mittlerweile. Da lang. Wenn ich so eine Kiste sehe, komme ich auch nicht vorbei, ne? Morphid? Das stimmt, Morphid? Das triggert. Ja. Das triggert mich doch immer sehr. Oh, hier gibt es ganz schön viel Morphid hier. Cool. Weil ich hier bei Morphid keinen Mangel habe, eher die anderen Sachen. Wiederholt Kienzellen jetzt auch nicht mehr. Sind wir super farm. Ach, wir müssen. Alter! Da gehen hier richtig flöten. Ich habe jetzt hier die Vulka. Mhm. Mit dem Mausrad kannst du bis 8-fach zoom gehen und erhöhst damit die Kopfschussschadensrate auf 70%. Kommt er durch Portal? Kommt er durch Portal? Ja. Ich bin schon durch. Okay. Ich bin gerade versehentlich wieder zurückgerast. Blut. Gut, davon habe ich schon über 100.000. Das kriegen wir ja hier bei unserem Saimeni ordentlich. Sieht das schick aus hier. Gibt's aber schon die Katzen wieder. Oh, Gallium. Geil. Galliumlager. Willst du das scannen, ja? Ja. Ich hab's gescannt. Okay. Boom. Oh, 2, das ist vernünftig. Echt? Ich hab nur 1 drin. Bestimmt, weil du es kennt hast. Hier ist nochmal. Ne, Morphid ist hier. Da irgendwo. Oh, da hat sie klingelt. Ja, ich hab so gehört. Klingel. Ayatan, Ayran, alles dabei. Aber es macht schon Spaß. Das ist so geil. Ja, das ist aber Loot. Morphid.
jetzt knicken wir. Wie schießt. Müssen wir hier schon weiternehmen. Machen wir unten schon. Hat Kuxa sich ja aufgeguckt. Ja, der hat hier schon mal ganz viel Loot hingelegt. Loot? Finde ich sehr schön. Danke, danke. Morphit. Und noch eine Kiste vergessen. Mit einer Fieldron-Probe drin. Noch eine vergessen. Hier ist so ein Orikin-Vault-Schrank. Ah, wir haben ja keine Stufe dabei. Nee. Da brauchen wir diese sogenannten Drachenschlüssel. Genau, die muss man erstmal erforschen und dann bauen. Kann man nicht mehr gleichzeitig tragen? Ja, aber dann kriegst du natürlich alle Status Malus. Wie heißt denn? Mali? Die doch. Ja. Malusse. Malusse klingt kacke. Malus? Malusi? Auf jeden Fall bist du richtig, müsste man piepen jetzt das Wort. Am Arsch. So wie Kaktusse, ja? Genau, Kakteen. Genau. Oder du Schlampe. Nachti-Schlampe. Ja. So, dann Schrank. Bin du. Na, nicht so. Ja, wir sind hier am Ziel, ja. Und laufen erstmal rum, looten a little bit und dann wird schick. Oh, was hab ich denn hier Schönes? Was Schönes? Ja, ist aber nicht so spektakulär. Hier geht's einfach nur zwei Gänge, wo aber nichts drin ist. Also kein Inhalt. Aber. Also bei Orokin fragst du mit den Schlüsseln, ist es natürlich optimal, wenn wir als Vierergruppe, nehmen wir Pepi noch mit, jeder hat einen Schlüssel. Ja. Und dann können wir die Tresore aufmachen. Also immer können wir das auf jeden Fall machen. Finde die arkane Maschine, habe ich das schon. Seid alle hier? Nee, ich bin noch out of order. Für den Fall, dass jetzt hier unvorstellbare Dinge passieren. Ich erscheine. Anwesend. Oh. Mein Bild ist kaputt. Ja. Was für ein Bildschirm kaufen? Ich hab Grafikfehler. Bugreport. Es kommt bestimmt irgendwo ein Boss. Kruxler ist erschienen. Kruxler ist erschienen. Aha. Tenno, watch out. Arcana Boiler. Oder Broiler. Konnte ich eh nicht kennen. Wo war es das? Schon? Ja, gehe zum Extraktionspunkt, der natürlich wieder einen Kilometer weg ist. What? Where's my damn treasure? I was told there would be treasure. What? Whatever that was, it wasn't here for our benefit or yours. Only time will tell what we've just uncovered. Schön. Aua. Wird irgendwer geschubst? Schubsen mag ich ja nicht. Ach, da oben. Keine Geschenke, keine Geschenke, kein Loot, keine Geschenke. Oh, Geschenke, Geschenke. Hey. Jetzt sind die befallen. Oh, hier ist wieder so ein Bergungsgut-Gefäß. Okay, habe ich fertig, danke. So, damit sind wir quitt.
Endo. Endo, ich brauch ganz viel Endo. Endo, 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 Endo. Ich könnte ja 1000 Mods zu Endo machen. Die ganzen Duplikate. Oh. Ich bin zu faul. Lobst du das, Mann? Ich bin einfach zu faul. Ich will die behalten. Ich bin Jäger und Sammler. Alle? Auch die Doppelten? Alles, alles, wir alles haben. Wer weiß, vielleicht wird das System irgendwann mal wieder geändert. Wer weiß, war früher auf jeden Fall so, ja. Oh, hier ist wieder so ein Rachen, so ein Wüstenrochen. Für dich. Da bist du schon. Vielen Dank, bis gern. Yep. Ich kann ja leider nicht. So, wo muss er rein? Da. Auf jeden Fall dran denken, Scanner zu kaufen. Oh, Prankenhieb. Schöne neue Mod. Was ist hier für hässliche, hässliche Tiere? Ach, für ein Covered. Das ist ein gezogenes Schaf. Das ist eine Gatze. Eine Gatze? Mhm. Eine gegarte Katze. Eine gegarte. Da hinten ist wieder so ein Bergungsgut, Schnibbeldibbel. Ach, ich bin so blöd. Movement ist hier heute wieder nicht so auf meiner Seite. Not on point. Mutator, kommst du zurück? Jawohl. Hier ist wieder. Alles klar. Ich hab's ja gescannt. Achso. Achso, das ist Miss. Ja, okay. Bin damit fertig. Gut. Großen Extraktion. Aber hier ist wieder so ein schöner. Warte mal, hier gibt's bestimmt wieder verstecktes Gallium. Gibt's da immer. Ich hab mein Movement hier. Wieder ein unschöner Raum. Komm ich da hoch? Okay, da kommt ein Echo. Schade. Oh, fast, fast, fast! Ach, egal. Oh, Jungs. Was? Warte. Da, das haben wir das schon gescannt. Oh, kann ich nicht. Ach, du hast keine Scanner mehr. Ja. Leider. Leider. Ja, so. Jetzt bin ich hier auch ruhig kommen. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Schade. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass hier noch was kommt, aber okay. Gut, dann. Nein! Okay. Ich wäre jetzt so voll in den Abgrund gestorben. Oh, okay, Beschleuniger. Geil. Oh, ich habe Esserdolche Blaupause bekommen. Und Orokin Beschleuniger Blaupause. Cool. Was? Warum ich nicht? Weil du die wahrscheinlich schon hast. Ist wahrscheinlich durch die Quest, oder? Also vermute ich jetzt mal. Ich glaube auch, ja. Das denke ich, das denke ich. Ja. Quest 3 ist abgeschlossen. Ordo, there was nothing. Cool. Das ist ja cool.
gleich bauen. Gleich bauen, wisst ihr was? Oh. Nah, ich gucke mal. When you don't run with any of the major factions or syndicates, the big paydays are few and far between. Urukin. Listen, I can't say it hasn't been fun, but with the arcane codices gone, I think it's safe for me to venture back out into the wild. Das kostet ja gar nichts. Tin suits. Das ist ja cool. Aber eine Blaupause übrig. Hahaha. Aber ich habe ja eine, habe ich mir schon geholt. Und das ist halt für... Nee, Quatsch, für ein Warframe habe ich die geholt. Für Waffen brauche ich nicht, weil ich nutze ja keine Waffe länger als einen Tag. Von daher bringt mir das eh nichts. Aber also One-Nahkampfwaffe. Plupp. 12 Stunden. Das habe ich. Ja, alles klar. Boom, wird gebaut. Wird gebaut. So schön. Oh, 259 Punkte noch für Mastery 7. 259. So, hier, was? Scanner. Erstmal Scanner kaufen, bevor ich das wieder vergesse. Scanner. Kaufe ich. Zähne. Dann hab ich 250. Und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt sind. Wir haben jetzt die Quest abgeschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch, stelle ein Warframe-Phantom her. Ach so. Das habe ich noch ja nicht gemacht. Blaupausen habe ich ja eine ganze Menge davon. Hier, nebelhaftes Phantom. Boah, das ist ja teuer. Phasenhaftes Phantom. Sim. Hey, da habe ich doch. 8 Stunden. Das dauert 8 Stunden. Oh mein Gott. Oh. Phantom ausrüsten. Was? Das machst du wie die Scanner. Was Arsenal? Nee, das sagt er jetzt. Okay. Also vor dem Bau schon, sagt er. Aber ich kann ja nichts machen. Klicke anwenden, um derzeitiges Loadout hochzuladen. Ach, anwenden. Willst du bestehende Ausrüstung mit dieser, du wirklich mit der aktuellen Ausrüstung überschreiben? Ach, ja, aber immer soll 10-mal. Warum eigentlich 10-mal? Warum kann ich das nicht ein? Ja, gut. Na, das verstehe ich noch nicht mit den Phantomen. Das ist für mich noch Neuland. Also ein Phantom ist eine geklonte Kopie eines Warframe oder eines Frames. Warframe. Das dachte ich mir schon, aber wofür, wieso, weshalb und kann ich die dann über die, wie, also über Q, kann ich die dann losjagen? So ist es, richtig, genau. Und die haben dann die identische Ausrüstung oder eine andere Ausrüstung, je nach Missionstyp, die du wählen möchtest, zur Verfügung. Also die haben einen Bogen oder ein Maschinengewehr oder whatever. Okay. Also wir hätten einen NPC. Und der kämpft dann mit. Ja. Okay, so, das kann ich ja noch nicht. Ich guck mal im Dojo jetzt, wie weit wir jetzt hier sind. Mit den ganzen Forschungen. Oh ne, hier ist Energie. Ob wir denn schon irgendwas fertig haben. Untergehenmasse. 6 Stunden noch. Okay, das ist schon mal Subi. Was ist das? Kleiner Raum? Ach so, Orakel. Ich muss jeden Tag hier erstmal gucken, was das hier alles für Räume sind. So, Chemielabor. Forschung abgeschlossen. Die Blaupause kann jetzt von dir und deinen Clanmitgliedern nachgebildet werden. Aha. Nachbildungskosten 15.000. Nachbilden. Detoniert in Ektor zu deinem Inventar hinzugefügt. Okay. So, der war Voraussetzung für. Was sind hier alles Waffen hier? Nitain-Extrakt. Was immer das ist. 4x Gallium. Da müssen wir erstmal Gallium farmen.
Kuba haben wir auch nicht. Das können wir. 84 Stunden. Was ist denn das überhaupt, Nucor? Welche Reihe guckst du jetzt? Nucor? Forschung Nucor? Ein Tag. Erschaffe ein hochfrequentes Feld aus Mikrowellen, das sprichwörtlich das Ziel von innen hochkochen lässt oder kochen lässt. Hier machen wir, forschen wir Marelock. Marelock kombiniert die Stoppwirkung eines Gewehrs mit der Handlichkeit einer Pistole. Meisterschaftsrang 7. Kriegen wir doch bald. Ja, komm. Boom. Beitragen, weil da habe ich nämlich alles zu da. Dann kann ich es hier gleich loslegen. Blub. So, das forscht. Viel wichtiger ist gegenüber Technik. Technik. Oder Energielabor. Nee, doch hier. Wir wollen nämlich zu Helios. Dafür brauchen wir Lanka. Lanka. Lanka braucht Dera. Dera braucht Prova. Prova. Und Prova braucht Fieldron. Und Fieldron dauert noch 6 Stunden. Okay, danach können wir Prova, Dera, Lanka und dann Helios. Und immer 3 Tage. Gut, naja, 2 Wochen haben wir unseren Helios. Würde ich sagen. Oder? Genau. So, gibt es sonst noch irgendwas, was wir brauchen? Hier. Oh, Tenno. Mutagenmasse haben wir ja, richtig? Nee, die sind 6. Die sind 6 Stunden fertig. Ah, gut. Für Iradit, Grogdrul. Oh Gott, was sind das alles für Sachen? Also, wenn wir Fieldron und Mutagenmasse haben, dann können wir die Blaupause für Banshee. Ah, ein Bogen wird gerade geforscht. Ach, wir können alles gleichzeitig forschen, solange die Voraussetzungen erfüllt sind, ja? Ja. Sehe ich gerade, weil hier wird ja geforscht, wie es böse. Sehr schön. So, dann müssen wir mal gucken, oh, ob das hier ist. Oh, hier kannst du ihn auf Wolverine machen. Geil. Renka. Okin, Fum. Ah, aha. Ist alles schon fertig? Na, wer war denn das? Ruxler Anschau. 2 Minuten Herstellungskosten. Ich habe nicht die Berechtigung zu bauen. Was? Achso, weil ich kein Forscher bin, sicher. Okay. Dann kann ich nur in die Projekte investieren. Ja, auch nicht schlimm. Wenn du was bauen willst, sag Bescheid. Dann hebe ich ja die Rechte. Ich könnte eine Fieldron einsetzen. Das könnte ich machen. So, ich habe mir jetzt... Benji. Ich habe mir jetzt die 4... Was ist denn das hier? Herstellungskosten? 500.000 Credits? 15.000 Plastid? Oh. Aha, die Konstruktion einer Solarschiene ermöglicht die Reise zu bisher unzugänglichen Regionen. Alle Tenno, die die Schiene benutzen, zahlen ein Tribut an den Clan, der sie gebaut hat. Ach. Ein Tag Forschungszeit. Im Orokin-Labor. Und kostet... Wollen wir die Forschung erstmal starten? Weil sonst gibt es ja hier nicht mehr zu forschen. Aufgrund des Waffenstillstands deaktiviert. Was? Aha, also müssen wir im Krieg sein, um das machen zu können, oder wie? Noch viel zu lernen wir haben. Ich kaufe mir erstmal einen Drachenschlüssel. Genau, ich habe jetzt auch die Blaupausen gekauft. Jetzt gucken wir mal, was brauchen wir noch an Räumen? Gerader Flur. Mondbaracke. Ach so, die Mondbaracke erhöht die Anzahl der maximalen Clanmitglieder auf 1000. Aha. Na nee. Weil dann wird das hier richtig teuer, die ganze Forschung.
Wenn die Community mit investiert, klar, 6000 kriegen wir hin. Genau. So, Reaktoren, ja, Energie haben wir noch. Sturmbaracke, das ist das. Ein Herbstgarten mit Steinpfad. Tempel der Ehre, ein Ort, an dem über vergangene Errungenschaften meditiert werden kann. Aha. Tenno-Labor haben wir schon. Trockendock, drei Türen. Baue, verwalte und starte einen Railjack. Das bräuchten wir noch. Ein Trockendock. Aber das, da brauchen wir mehr Platz. Warte mal, gehen wir ins Weiter. Ich guck mal auf die Karte. Das könnte schon passen. Nicht genug Platz. Wie groß ist denn das? Was? Das ist ja verrückt. Jetzt ist die Frage, wenn wir das hier am Ende ransetzen. Achso, der ist noch nicht fertig. Warte mal, ich mach den mal. Ach, Former. 80% gebaut? Ich habe noch einen Former, das setze ich jetzt hier mal rein. Ach, und jetzt fängt er erst an. Na, das kann ich mal schnell hier. So, Raum ist fertig. Aber wenn wir hier hinten jetzt das Trockendock dran packen, weil so viele Räume gibt es ja nicht mehr, die wir brauchen. Also die Funktionen haben. Das Trockendock können wir hier dran setzen. Na, alternativ bauen wir dann halt in die andere Richtung weiter. Genau, genau. Und wir haben ja an den Seiten jetzt auch noch ein bisschen Platz. Zumindest rechts. Oder wir können halt 2 Etagen machen. Genau, Fahrstuhl und zack. Tellurium. Das gab's ja bei Archwing-Missionen, ne? Mhm. Da habe ich sogar schon was gekriegt. Mal gucken, das ist wahrscheinlich dann wieder die seltene Ressource. Wir brauchen 25.000 Bergungsgut, die habe ich. 100.000 Credits. Da können wir ja teilen. Dann mache ich mal. Okay, ist alles schon erledigt. Kruxer wieder. Naja, der Verrückte, der hat wahrscheinlich 1 Million Bergungsgut, wa? Ja. 1,2 Millionen. Ja, na gut, durch das ganze hier Farme. Klasse. Fehlt nur noch Former. Former habe ich nie mehr. Former habe ich eben gerade für den Raum. Ich auch nicht. Stelle ich bei. Sehr schön, sehr schön. Ich stell fertig. Alter, was ist denn das für ein Teil? Ja. Oh, leck ohne Ende. Alter, was ist denn da hinten los? Wir werden ein größeres Boot brauchen. Trockendock beenden. Alter. Oh, wir haben sogar Personal. Ey, ich hoffe auch Fachkräfte und nicht nur irgendwelche. Oh, gucken wir da an, der sieht doch ja nichts. Der steht doch hier bloß blind rum. Boah, ist das episch. Ui. Alter, noch nie gesehen. Guckt ihr mal unser Trockendock an, ist das riesig. Und hier können wir jetzt unser Schiff bauen, oder was? Ja. Ich will ja mal gucken, was die ganzen NPCs hier können. Da ist keiner. Achso, das sind hier die Railjack-Einstieg-Plattform. Railjack-Anpassung. Ah, hier bei mir sind 2 Dingens. Dann das andere ist Railjack herbeirufen. Ja. Oh, da haben wir ja wieder was Neues. Archwing haben wir noch nicht mal richtig gemacht und genutzt. Forschung. Forschung Railjack Cephalon. In Arbeit, verrückter Typ hier. Bald. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Oh ja. Detonit-Injektor. Einen habe ich. 2 Fieldron habe ich. Rohkinzellen ist ja easy. Oh, ich trage schon mal hier bei, was ich kann. So, Amutagenmasse. Wird ja dann erst. Morgen dann mach ich was. Den Rest. Ein bisschen. Ein Railjack-Kommando Cephalon. Verantwortlich für die Schiffssysteme. Abschluss von Mission. Unterhalt der Crew. Was immer das bringt. Aber waren hier nicht 2 Punkte auf der Karte?
Achso, das hier können wir wahrscheinlich erst nutzen, wenn der Railjack da ist, oder? Wahrscheinlich. Was ist denn hier in der Mitte? Na, das ist, glaube ich, rufen, ne? Also ich kann es nicht wählen oder nutzen? Nee, können wir noch nicht nutzen. Das dauert noch, da sind wir wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, zu forsch. Ach, hier kannst du dann weiterbauen, verstehe. Ah, genau. Drei Türen. Das ist ein riesen Teil, ja. Geil. Hey, wir haben jetzt unseren Clan-Hangar. Sehr cool. So, dann nehmen wir erstmal wieder aus dem Dojo raus. Sehr cool, sehr cool. Ja, Leute, das war doch wieder ein schöner Tag hier in Warframe. Was? Das Gleichgewicht der Macht verschiebt sich. Was will sie? Das ist so eine Invasion, wo du halt mit einer Fraktion gegen eine andere kämpfst. Aha. Oh, Nightwave-Aufstieg, Rang 4. Okay. All that remains is what is necessary. Beende eine Gefangenenmission in unter 90 Sekunden. Kriegst du 7000 für. Till then. Musst du richtig speeden. Nee, gut, dann haben wir's. Jetzt warten wir noch auf das Phantom, dass es fertig wird. Und dann können wir morgen nach Europa reisen, da den Boss legen, um dann nach Saturn reisen zu können. So ist der Plan, damit wir Saturn freischalten. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, genau. Jetzt gucke ich mal nochmal kurz bei Saturn. Besiege Alat V auf Jupiter. Beendet Quest das neue Fremde. Wie bitte? Was ist denn das jetzt schon wieder? Ach, das ist eine neue... Das ist ja noch eine Questreihe. Das neue Fremde. Das also heißt Europa-Brücke freischalten, ja? Ja. Ah, okay. Voraussetzung, Quest gestohlene Träume, die haben wir jetzt erledigt. Und Jupiter Europa-Brücke. Müssen wir sowieso wegen dem einen Boss, der ja da mal irgendwie die Voraussetzung war. Und ja, dann machen wir das. Dann machen wir morgen die Europa-Brücke und dann geht's hier mit das neue Fremde weiter. Und ja, immer so Stück für Stück. Und in der Zwischenzeit farmen wir, leveln wir, forschen wir. Ja, schön. Sehr schön, dann lasst noch ein paar Kommentare da und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis denn dann, ciao. Tschüss. Ciao.